Hi, einer hatte schon die Kommentare geschrieben. Hoffentlich begleite ich das videotechnisch ein bisschen. Das mit dem Glasfaser bei uns zu Hause. Das Ding ist, wir hatten ja Ende Oktober eine Begehung, wo die von der Glasfaser sich die Gegebenheiten angesehen haben, Fotos gemacht und so weiter. Die kann ich auch gleich einblenden. Das Ding ist, ich möchte vorher erst mal zeigen, wie das aktuell mit dem normalen WLAN bei uns ist. Das Ding ist, wir haben unseren Router hier oben. Also wir haben an sich zwei TAE-Dosen. Eine haben wir unten im Flur, eine haben wir oben im Flur. Haben uns dazu entschieden, hier oben im Flur unseren Router hinzustellen. Hier haben wir eine Mehrfachsteckdose. Das eine ist für Telefon an der Stelle Festnetz. Das andere ist Stromeinspeisung für den Router. Vom Festnetztelefon haben wir das hier an der Stelle 1, die TAE-Dings. Dann ist hier DSL, Ethernet auf TAE. Also das andere Ende ist bei uns dahinter auf der TAE-Dose. Genau, hier haben wir normal die eine Steckdose für die Mehrfachsteckdose und dann noch TAE auf die mittlere Schnittstelle draufgegangen, was direkt an den DSL-Port vom Router rangeht. Und jetzt gucken wir mal, wie aktuell die Internetgeschwindigkeit ist, weil die ist extrem schlecht in dem Fall. Ich habe die Seite auf jeden Fall schon mal aufgemacht und hier können wir einfach mal auf Speedtest durchführen klicken. Solange wie der hier jetzt lädt, können wir auf jeden Fall mal ein paar Bilder angucken, von der Begehung und so weiter. Gleich gehen wir auch noch raus. Und ich erzähle noch mal, wo das alles im Endeffekt hin platziert wird, was für Überlegungen es gab und so weiter. Fakt ist, jetzt haben wir eine Downloadgeschwindigkeit von 8,4 Mbit und eine Uploadgeschwindigkeit von 1,36 Mbit. Und wenn ich ein YouTube-Video hochlade, ich sag mal, geht so um die 15 bis 20 Minuten oder so, dann brauche ich hier auf jeden Fall schon 3 Stunden, bis es hochgeladen ist. Und in Hannover, wo ich gewesen bin, im Apartment, da bräuchte ich für das Video quasi nur 10 Minuten, was hier 3 Stunden im Endeffekt dauert. Jetzt gehen wir kurz runter, wir gehen erstmal raus. Dann zeige ich, wie weit die an der Stelle schon gekommen sind, weil die nämlich schon liegen da, die Leerrohre für die Glasfaserkabel. Also ist ja ein Zweifamilienhaus bei uns. Das Ding ist, da an der Straße hatten sie sich das aufgebuddelt und so weiter, hier zu dem Kasten gegangen. Und dann haben sie hier ausgehoben an dem Parkplatz von der anderen Familie. Und hier im Endeffekt schon mal 2 Leerrohre gelegt, einmal für uns, einmal für die andere Partei. Und hier ist es aufgerollt. Und das Ding ist bei uns, wird dann hier durchgegangen. Das Ding ist, das hier ist jetzt das Gästezimmer. Das ist Fenster von Hauswirtschaftsraum. Hier so in dem Bereich bei Hauswirtschaftsraum wird auf jeden Fall dann reingegangen. Genau, und jetzt gucken wir uns das mal von innen an, weil es gab da entweder halt, wir machen den Router im Hauswirtschaftsraum, was halt einfacher wäre, oder wir platzieren den Router im Flur. Haben wir uns jetzt aber gegen entschieden. Ich bin auch gerade dabei, das fertig zu machen für die mit der Leerrohrinstallation. Fakt ist, also hier haben wir schon mal den Router. Ich habe hier auch schon mal eine Dreifach-Mehrfach-Steckdose aufgebaut. Hier haben wir auch ein Regal, wo der Router am Ende draufstehen soll. Das Ding ist, hier ist das Fenster, hier ist auch das Foto, wo die gesagt haben, dass sie da unten auf jeden Fall unter der Steckdose rauskommen. Dann habe ich hier die Installationsrohre. Dann meinten sie auch auf jeden Fall, dass die Biegeradien hier mit solchen Kunststoffschutzrohren gemacht werden müssen. Das passt auch auf jeden Fall. Die haben gesagt, 12 mm Durchmesser sollte das Rohr haben. Ich habe jetzt hier M16. Hier noch die ganzen Schellen und gegebenenfalls solche Adapterstücke, wenn man eben von denen hier keine mehr hat, kennt man ja manchmal, wenn man das hier oben wegschneidet und nicht mehr adaptieren kann, dann kann man sich das andere nehmen. Genau, hier habe ich schon die Schellen angebracht. Hier war kein Problem und so weiter. Hier ist unser Hausanschlusskasten. Hier war ein bisschen Problem. Also das Ding ist, hier kommt die Leitung von der Straße in Hauswirtschaftsraum, in Hausanschlusskasten. Natürlich noch verplombt. Geht dann hier in die Wandunterputz rein. Wurde unterm Estrich gelegt. Deswegen habe ich mich hier orientiert, dass die Leitung hier so gerade runter geht und habe die Schelle da gesetzt, ohne die Steigleitung zu verletzen. Genau, dann geht die Steigleitung einfach unterm Boden nach oben in den Unterputz-Sicherungskasten rein.
Das ist da von der Telekom, das ist aktuell für Internet und Telefon, aber das wird abgeschaltet und lässt man zwar hängen, aber braucht es am Ende nicht mehr mit dem schwarzen Telefonkabel von der Telekom. Genau, habe ich da eine Schelle. Hier habe ich noch eine Schelle sicherheitshalber hingemacht, weil ich wollte jetzt den Heizkörper nicht abmachen, deswegen da eine Schelle und ganz hinten da eine Schelle. Das sollte auch reichen, wenn man sich dann ein Rohr macht. Dann geht es hier ums Eck natürlich mit dem 90-Grad-Winkel. Dann habe ich da eine Schelle gesetzt, da die nächste Schelle gesetzt, hier eine Schelle gesetzt, hier eine Schelle gesetzt. Dann möchte ich auf jeden Fall hinter dem Gefrierschrank mit einem Installationsrohr nochmal 90 Grad Bogen nach oben gehen, hinter der Gefriertruhe. Da haben wir die Steckdose für Gefrierschrank und Waschmaschine. Da kommt daneben der Adapter ran, Dreifachsteckdose, damit man hier Gefrierschrank, Waschmaschine und Router anschließen kann. Und über der Waschmaschine würde ich dann das mit dem Regal hinbauen, damit dann im Endeffekt der Router über der Waschmaschine auf dem Regal steht. Ich habe natürlich jetzt alles hier vorgezogen, hinten alles staubgesaugt und so weiter. Ja, ich mache das so, dass man das Installationsrohr nicht sehen wird. Es wird hier rechts an der Seite vom Gefrierschrank verschwinden und dann einfach kommt das Glasfaserkabel nach rechts dahinter im Gefrierschrank raus, geht dann dahin auf das Regal, wo der Router steht. Andere Überlegung war gewesen, den Router im Flur zu platzieren bei uns. Da hätten wir dann einen Durchbruch machen müssen. Hier würde das nicht funktionieren. Hier haben wir Zuwasser- und Abwasserleitung der Waschmaschine. Da ist die Armatur, die hier so an der Wand ist. Deswegen da könnten wir nicht durchbohren, höchstens da drüber. Und dann sieht man das gegebenenfalls, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre die. Und wir haben da hinten keine Steckdose. Da müsste man hier das Stromkabel auch noch durchführen, um das hier zu der Steckdose zu bringen. Weil die Überlegung nämlich gewesen ist, den Router auf die Kommode zu platzieren beispielsweise. Wenn man den hier jetzt hier auf die Kommode stellen würde. Und dann würde da irgendwo ein Loch sein an der Wand, wo dann Stromkabel nach da zur Steckdose geht und das Glasfaserkabel rauskommt. Aber machen wir uns keine Umstände. Wir haben auch so das mit dem Protokoll abgearbeitet bei der Begehung, dass wir das hier im Hauswirtschaftsraum machen. Und es ist dann für alle das Einfachste auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das dann, wenn das Glasfaser tatsächlich steht, wenn wir über die Telekom das nicht mehr beziehen, wenn wir tatsächlich den Fritz glasfaserfähigen Router angeschlossen haben, eingerichtet haben, wie dann der Vergleich ist zwischen ehemaliger Upload und dann später aktuelle Upload-Geschwindigkeit. Und jetzt werde ich weitere Schellen an der Wand schrauben. Da habe ich mir auf jeden Fall hier auch schon Werkzeug hingepackt und so weiter. Bohrmaschine, hier die schöne Zange, womit ich die Installationsrohre auf Dings schneiden kann, auf Länge, Schrauben, Dübel, alles da, Hammer. Und dann gehe ich gleich mit den Schellen nach oben, bohre das Regal an und dann sehen wir uns später wieder. So, jetzt bin ich mit der Installation durch. Da sieht man auch schon, wie das Regal beispielsweise an der Stelle ist. Aber gehen wir mal zum Anfangspunkt. Also hier an der Stelle habe ich ein bisschen noch nach links gelassen. Und dann geht man da mit dem Glasfaserkabel einmal durch. Für deren Modul brauchen sie keinen Strom. Das ist einfach nur ein leerer Kasten, wo von Glasfaser auf Glasfaser adaptiert wird, so wie ich das vernommen habe. Und im Endeffekt habe ich hier dann auf den Bogen geachtet, damit der mit dran ist auf jeden Fall. Bin dann hier mit den Schellen in die rechte Richtung gegangen, bis hierhin, damit es noch hinter dem Gefrierschrank verschwindet. Hier habe ich auch schon die Steckdosen so belegt. Und da kommt gleich noch das mit dem DSL ran, der Stecker an die Mehrfachsteckdose. Genau hier habe ich auch noch mal diesen Bogen hingemacht und bin dann nach oben gegangen, circa auf die Höhe, so wie das Regal ist. Hier mit der Pocket-Wasserwaage kann man an der Stelle auch noch mal gucken, ob das in Waage ist. Ich sehe das gerade nicht, aber ich hoffe ja. Ihr habt es jetzt besser gesehen. Jo, sieht gut aus. Naja, und da stelle ich dann den Router gleich hin. Habe hier schon alles komplett wieder abgesaugt mit dem Staubsauger. Und ja, jetzt kann alles vorgestellt werden. Und im Endeffekt muss man einfach nur durchschieben bzw. durchziehen das Kabel und dann passt das schon. So, jetzt wurde auch hier im Hauswirtschaftsraum alles wieder an seinen Platz geräumt, die ganzen Getränke. Dann haben wir hier
Waschmaschine steht wieder am Platz, Gefrierschrank und dieser Schrank, hinten die Körbe und so weiter. Genau, Fritzbox-Sachen habe ich alle jetzt erstmal hier hingelegt. Und dann bin ich schon gespannt, wenn sie hierher kommen. Ich weiß nicht genau, wann der Termin ist und so weiter. Aber jetzt braucht man es auf jeden Fall nicht mehr vorstellen. Hinten auf jeden Fall hier der Router. Aufgrund der Haftreibung fällt der auch nicht oder rutscht der auch nicht runter. Und ich habe hier am Wasserhahn mir das Stromkabel für den Router einmal hingelegt. Und der passt auf jeden Fall von der Länge, sodass man den im Endeffekt dann anschließen kann. Aber ich mache das im Endeffekt erst mit dem Anschluss, wenn hier alles steht. So lassen wir das erstmal, damit man da auf jeden Fall rankommt. Hätte man sich sonst auch hier rankleben können am Regal und so weiter. Aber haben wir das erstmal. So, ich würde dann sagen, das war's mit dem Video erstmal. Wird bestimmt noch ein Teil 2 folgen, definitiv, wenn das hier weitergeht und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.